im Juli 2017 habe ich meinen Kleingarten übernommen. Ihr seht hier meinen kleinen Teich und ihr seht, dass der Wasserstand ziemlich gesunken ist. Normalerweise dort in dem Flachbereich müsste Wasser stehen. Hier sieht man auch ganz gut anhand der Algen, anhand der Steine, dass das Wasserniveau ordentlich abgesenkt ist. Das hat damit zu tun, dass hier enorm der Dochteffekt wirkt. Das heißt, die Pflanzen, die ihr oberhalb der Steine seht, die wachsen an den Steinen innen am Rand entlang an der Teichfolie und gehen bis in das Wasser hinein und holen sich da das Wasser. Gerade in den heißen Zeiten, wo sowieso schon viel durch Verdunstung weggeht, habe ich das Problem gehabt, dass das Wasser in die Oma weiter sinkt. Ich finde es nicht als sonderlich nachhaltig, wenn ich die ganze Zeit, wenn ich dort im Garten bin, immer wieder auffüllen muss. Das fand ich nicht wirklich gut, deswegen wollte ich es gerne geändert haben. Wie ihr hier seht, das ganze Wasser, was ich da abgepumpt habe, mit einer wirklich sehr kleinen Wasserpumpe, habe ich ein bisschen gesammelt bzw. versucht, auch anderweitig zu nutzen und verwerten. Hier seht ihr, wie ich dem Wasserschlauch ein bisschen folge. Einmal quasi quer durch den Garten an der Hütte vorbei mit einem kleinen Schwenk zu den Bienen, die ihr ja mittlerweile ausgiebig von mir kennt. Ja, ordentlich Betrieb würde ich sagen. Ich habe keinen Raffer da mit drin, also das Tempo ist nicht erhöht worden. Und hier habe ich halt eben ein bisschen Wasser gesammelt in der Regentonne. Zu diesem Video habe ich das meiste Filmmaterial gehabt. Ich habe stundenlang die Kamera mitlaufen lassen und möchte euch nicht langweilen. Ich habe das ordentlich zusammengepackt. Ich hätte auch durchaus die ein oder andere Stunde in Echtzeit dranpacken können. Ich habe das alles enorm gerafft. Viel Spaß dabei.
So, heute ordentlich Gas gegeben, was den Teich angeht. Ich habe ihn einmal komplett leer gemacht und jetzt quasi wieder neu gemacht. Was mich aber richtig freut, ist Folgendes. Ich habe eine Tonne, wahnsinnig viele Lurche im Teich und auch enorm viele Grasfrösche und auch Kröten und noch ein paar Fische. Was ich aber richtig cool finde, ist in der Totholzecke. Da sind mittlerweile Eidechsen. Ich guck mal, ob ich euch gleich mal eben eine zeigen kann. Vielleicht haben wir Glück und die sitzen hier vorne an. Gerade haben sie sich schön auf dem Holz gesonnt. Hell ja. Super cool. Und ich wollte eigentlich demnächst noch eine Steinburg bauen, damit ich Eidechsen habe. Also die Totholzhecke ist schon der Hammer. Ja, ich denke, ich werde sie irgendwann... Ah, klasse, kommt nochmal super vor. Nochmal Maul auf. Ja, ich denke, ich werde demnächst nochmal wieder kommen und nochmal ein bisschen genauer drauf achten und mal ein paar Fotos schießen. Oder ein paar Videos für euch. Alles klar. Das war's. So nebenbei. Eidechsen in der Benjeshecke. Nicht aus dem Video entlassen, ohne euch ein Zwischenergebnis zu präsentieren. Und zwar geht es darum, dass ich euch einmal kurz aufzeigen möchte, was ich bisher alles gemacht habe. Und zwar ist natürlich, zuallererst habe ich mir den Teich angeschaut, bevor ich überhaupt aktiv geworden bin. Da waren doch einige Stellen, eigentlich kann man fast sagen, rundherum um den Teich herum, war der Dochteffekt da. Das heißt, dass die Pflanzen in das Wasser gewurzelt haben und sich das Wasser rausgezogen haben. Das war halt einmal komplett rundherum um den Rand des Teiches. Deswegen musste ich auch handeln, weil der Wasserstand einfach immer ordentlich gefallen ist. Und das war nicht wirklich sinnvoll und ist auch nicht nachhaltig, jedes Mal, wenn ich im Garten bin, da einige hundert Liter Wasser reinlaufen zu lassen. Das hat mich gestört und das wollte ich ändern. Ja, dann ist es auch ziemlich stark verunkrautet gewesen und da dachte ich mir, da könnte man eigentlich rein der Optik auch ein bisschen was machen. Also dementsprechend Wasser raus, dann die ganzen Unkräuter und auch die ganzen Pflanzen drumherum alle einmal rausgenommen. Die ganzen Steine, ihr habt ja gerade gesehen, auch alle wieder schön rausgesammelt. Dann anschließend, als das Wasser raus war, den ganzen Schlick rausgesammelt. Dann dort die... bisschen sauber gemacht und dann die Steine wieder aufgeschichtet. Jetzt habe ich es wieder ein bisschen aufgeschichtet, als ich es eigentlich in dem letzten Bild gezeigt habe. Ihr werdet es gleich sehen. Ich nehme euch gleich noch mal kurz mit einem ganz, ganz kleinen Abschluss, damit ihr auch noch mal einen optischen Eindruck habt. Ja, 20 Stunden habe ich in etwa jetzt daran gesessen, also eine ganze Menge an Zeit, zumindest für mich, da ich nicht täglich, bei Weitem nicht täglich in meinen Garten komme. Von daher ist das schon eine Sache gewesen, die mir eben am Herzen lag und die ich über den Sommer gern geklärt haben wollte. Zum anderen muss man sagen, es leben nun mal Tiere da drin und ich möchte nicht, dass die Tiere dann anschließend ihrer Lebensgrundlage, ihres Habitats beraubt werden. Deswegen war es mir ein Anliegen, das jetzt schon mal zu machen, damit über den Sommer der Teich sich dann letztendlich wieder ein bisschen fangen kann und wieder in Balance kommt. Weil momentan, so wie er jetzt aussieht, ich habe zwar einige Pflanzen, Wasserpflanzen reingesetzt, es sind noch zwei Muscheln drin, es sind auch einige Fische drin. Allerdings muss dann noch an Vegetation einiges dazukommen. Ich hoffe, dass die Teichrosen bald durchsprießen, die sowieso schon drin waren. Einige habe ich, wie gesagt, drin gelassen. Ich habe nicht alles rausgerupft. Und auch Schilf war definitiv noch drin. Wenn ich gerade so mal rüber gucke, sehe ich noch nichts. War aber die letzten Tage auch relativ kalt, ist auch nicht so lange her. Ich denke, das muss ich auch alles ein wenig noch erholen. Ja, ich nehme euch einfach mal mit. Ich wünsche euch dann schon mal einen schönen Tag, schönes Wochenende
und freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Auch vor allem möchte ich diejenigen benennen, die bis zum Schluss zugeschaut haben. Nicht jeder macht das, ich weiß. Vielleicht ist das eine oder andere nicht ganz angenehm, beziehungsweise nicht ganz interessant. Nichtsdestotrotz, Dankeschön. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass es mich mittlerweile auch auf Instagram gibt. Da gibt es immer mal ein paar Fotos, die es nicht unbedingt hier ins Video geschafft haben oder grundsätzlich in die Videos schaffen. Ja, schönes Wochenende. Euer Grizzly.